Hexen haben 9 Leben. Nicht mehr und nicht weniger. Das mag auf den ersten Blick eine ganze Menge sein. Aber wenn man das 8. erst einmal hinter sich hat. Was sind Hexen eigentlich nicht? Langweilig. Genau. Zwei Frauen treffen sich an der Bushaltestelle. Sie tragen das gleiche Kleid. Eine unangenehme Situation. Aber das ist nicht das Einzige, was Anna Golde und Grete Strumpf verbindet. Denn Hexen erkennen sich. Immer und überall. Hexen haben 9 Leben. Anna und Grete sind beide bereits im 8. angekommen. Höchste Zeit, Bilanz zu ziehen. Ich hasse solche Situationen. Angesprochen zu werden von fremden Personen, hasse ich. Das ist doch faszinierend. Hier stehen 2 Frauen im selben Kleid und warten auf den Bus. Wie heißen Sie? Anna Golde. Heißen Sie auch so? Strumpf. Grete Strumpf. Damit haben die Gemeinsamkeiten dann wohl ein Ende. Kennen Sie das? Sie treffen einen wildfremden Menschen und er behauptet felsenfest, Sie zu kennen. Sollten Sie ihn wirklich kennen, haben Sie ein schlechtes Gedächtnis für Gesichter und die ganze Sache ist einfach nur peinlich. Oder aber es ist Magie im Spiel. Sie dürfen gespannt sein, ob diese außergewöhnlichen Frauen Hexen heute oder gab sie es nur damals? Sind sie gut oder böse, weise und wissend? Diese beiden modernen Frauen erzählen ihnen außerordentliche Geschichten, eingebettet in eine unglaublich spannende Musik. Wer hat Eva schon gefragt, ob sie Äpfel wirklich mag? Keiner warnte sie vom Apfel, dummerweise. Woher sollte sie denn ahnen, dass sich hinter roten Backen manche faule Stelle absichtsvoll versteckt? Wenn ich eines in meinem Leben behaupten kann, dass ich jedem sauren Apfel erfolgreich aus dem Weg gegangen bin. Das macht zwar nicht satt, aber man hat keine Magenschmerzen und man wird nicht dick. Der Fachmann unterscheidet die Hexe in 2 Kategorien. Wir nennen diese Kategorien A und B. Kategorie A erschreckt den Mann durch hemmungslose Körperlichkeit und ausgeprägten Sexus. Was denn? Schon fertig? Während Kategorie B durch permanente Verweigerung provoziert. Nicht heute, Liebling. Lassen Sie sich von den Hexen entführen, verführen. Kommen Sie mit zum Hexentanz und seien Sie bereit zum Pakt mit fremden Mächten. Das Kammermusical Hexen von Peter Lund und Danny Ashkenazi hat bis heute nichts von seiner Aktualität verloren und sich zum absoluten Dauerbrenner auf Deutschlands Studiobühnen entwickelt.